Ihr lieben, die Mädels da draußen, ihr seht mich hier in einer absoluten Wahnsinnsvorfreude und ich bin gerade reingekommen. Ich habe noch meine Jacke an hier und alles und es ist mir egal. Ich will nämlich unbedingt jetzt noch ein Päckchen auspacken, das mir vor etwas mehr als einer Woche angekündigt worden ist. Und ich wurde gefragt, ob man mir halt etwas zuschicken dürfe. Man hätte etwas gesehen, wovon man gesagt hätte oder gedacht hätte, das wäre genau was für mich. So, ich sage, eigentlich ja nichts ausgeben und so weiter, aber mach, wenn du unbedingt willst. Und dann hat das wirklich nicht lang gedauert, eine Woche glaube ich jetzt. Und dann ist es vor 2 Tagen hier eingetrudelt. Und jetzt haltet euch fest, ich habe Post aus Irland. Ist das der Hammer? Und jetzt geht es ja Jamie im Moment nicht so gut. Also jetzt sind wir schon seit 30 Stunden anfallsfrei im Moment. Klopf auf Holz. Aber viele andere Sachen passen noch nicht so. Also er ist gerade wieder in seiner Wiederentdeckungsphase und ja, ich will dem Thema jetzt auch nicht so viel Raum geben, weil es wird schon alles wieder gut. So, aber tagsüber habe ich mich jetzt natürlich um Jamie gekümmert und wir waren im Garten und sowas, alles und sowas. Und jetzt fehlt mir das schon wieder das Licht. Jetzt musste ich gerade noch einkaufen und jetzt habe ich gesagt, komm, alles hingestellt. Ich sage, ich pack das jetzt noch aus. Ich hoffe, wir kriegen das noch einigermaßen hin mit dem Licht. Und ja, liebe Lorena, ich fange jetzt an. Mit dem schönen Namen musstest du übrigens nach Irland gehen, wie ich finde. Vielleicht heißt es ja auch Lorena, aber ich denke mal, es wird ja auch Lorena ausgesprochen. Und ich bin schon den ganzen Tag hier, als ich am Buddeln war, ich gedacht, in Irland gibt es Trolle oder like the whiskey in the jar. Also ich war heute voll im Irland-Trip. Und jetzt hole ich es einmal. Moment, ich habe es nämlich noch nicht mal, so wie ich es sonst immer mache. Ist das nicht geil? Ich habe noch nicht einmal den ersten Schnitt gesetzt. Also ich habe es noch nicht einmal geöffnet. Ich habe mir auch nichts hingelegt. Das ist wirklich. Ah. Und ich habe nicht mal. Ich muss eigentlich noch ein Pflaster ummachen gleich. Ich versuche mal, das so zu machen, dass man meinen kaputten Finger nicht sieht. So. Ich bin wirklich ziemlich andächtig, muss ich sagen. Weil so 1800 Kilometer, das ist natürlich schon eine ganz schöne Ecke. Und diese Vorfreude alleine und dieses Tippern hin und her und die Ankündigung, ja, es ist schon in Deutschland und ach, es war einfach, es war mega spannend und ich glaube, Lorena ging es da genauso. Sie hat übrigens einen lustigen Nick und damit ich ihn jetzt nicht falsch sage, schreibe ich ihn euch dann wahrscheinlich drunter. Aber wie gesagt, der Vorname gefiel mir so gut, da habe ich gedacht, ich lasse das unter dem Vornamen laufen. So. Offensichtlich ist in Irland nicht nur das Land grün und die Trolle grün und das St. Patrick's Day ist grün oder sowas. Nein, auch die Post ist grün. Das fand ich so süß. Und dann stand da noch irgendwas drauf. Ja, so einen niedlichen Spruch haben die. Because it's not just the parcel that matters to us. Ich glaube, das fand ich so süß. It's what's inside that counts. Also, süß. Total niedlich. So. Da oben, allen Ernstes, hier dran ist es wirklich nearly there, wie niedlich. Fast dran. Okay. Aber jetzt wird mir doch warm. Moment. Ich habe es noch nicht aufgemacht. Ich habe mich nicht mal mehr übergeschminkt jetzt eben gerade. Ich, wie gesagt, musste noch zum Nieden dann einmal kurz und dachte eigentlich, naja, wenn ich dann wiederkomme, kannst du dich ja noch einmal so ein bisschen, ne, aufhübschen hier. Ich habe kein Rouge, kein Bronzer, kein gar nichts. So, einmal das da. Mein Ozean-Jaspis, wer ihn sehen kann. Ne? Schöner Powerstein, ein Allrounder, wie es so schön heißt. Mache ich jetzt noch was mit den Haaren? Nein, weiß ich nicht, keine Ahnung. Los geht's. So gespannt, was ist das denn Geiles? Das ist ja ein scharfes Geschenkpapier. Guckt euch das einmal an. Ist das nicht cool? Ach du meine, sie hatte gesagt, dass sie noch eine Schokolade mit reinpackt. Aber ich glaube, das sind dann 2, 3 Schokoladen geworden. So, sie hat was mit dazu geschrieben zum Lesen. Ich mache jetzt doch erstmal schon mal das Licht an. Ich weiß, das schmeichelt mir nicht sonderlich, aber ich glaube, heute schmeichelt mir nichts besonders und von daher, ach, ist das schön. Da sind zwei, einen hat es mir beschrieben. Also einmal ist eine Postkarte hier zu sehen. Es ist ja wirklich ein Land, da muss man wirklich nochmal hin.
da ist so ein Mufflon-Schaf oder sowas. Hier steht bestimmt drauf, was es ist. Greetings from Ireland. Sheep standing pressurously at the mighty Slieve Leak Cliffs, the highest sea cliffs in Europe, Bangles County, Donegal. Donegal, keine Ahnung. So da ist es ja mit meinem Englisch nicht. Aber finde ich klasse, wenn ihr sehen würdet, wie das hier aussieht. Ich bin schön. Sowas gefällt mir ja gut, weil ich habe hier auch schon wieder meinen nächsten Wälzer, den ich in Angriff nehmen möchte. Und dann kann ich das gleich direkt machen als Lesezeichen reinlegen und muss immer an dich denken. Wunder, wunderschön. Also ich muss da auch nochmal hin. Gerade die Ecke halt, als sie mir erzählte, wo sie wohnt, habe ich mir natürlich gleich ein paar Sachen anzeigen lassen. Bei Google habe ich mir ein paar Sachen, ich bin aufgeregt, habe ich den Ort gegoogelt und habe gesehen, wie schön das da ist. Und schon allein diese Bilder, was die für eine Ruhe ausgestrahlt haben, es war geil. Hier ist, ja, sie hat gesagt, da gibt es oft Regenbögen. Da habe ich eine Karte mit dieser schönen Landschaft, dieses Urtümliche. Und einem Regenbogen, ich weiß nicht, ob man das in der Cam jetzt sehen kann, da ist ein Regenbogen. Jetzt lese ich einmal ganz kurz. Und da steht übrigens, zum View Cross Black Valley to the Gap of Dunley, Killarney, County Kerry. Ist ja geil. Herzlichen Dank. Ganz, ganz, ganz toll. Ich glaube, das nehme ich als Lesezeichen. Die Päckchen sind nummeriert, habe ich gerade gelesen. Und in diesem Umschlag ist meine Anweisung, wie ich damit umzugehen habe. Und dann wollen wir mal starten. Ah. Es wird dann so greifbar. Ich habe Männer das dann auch erzählt. Er sagt, Quatsch, glaube ich dir nicht. Sag doch, wirklich, sag. Ich werde in Urirland geguckt und ich kriege ein Paket und du wirst es sehen. Das ist echt der Hammer. So, einmal ein ganz, ganz niedliches grünes Papier. Richtig niedlich mit Marienkäferchen, vierblättrigen Kleeblättern können wir alle gebrauchen. Das gefällt mir echt gut. So, und dann soll ich suchen nach der Nummer 1. Da steht, ich hoffe, dass du etwas mit den Farben, dass du mit den Farben etwas anfangen kannst. Einer der Marken, von denen ich glaube, dass es sie nicht in Deutschland gibt. Und das ist natürlich besonders spannend. Ne? Also selbst wenn du da jetzt in Lidl gehst oder sowas, dann gibt es da ja andere landspezifische Marken als, ne? Bei uns gibt es dann Sien und was weiß ich was. Und da gibt es dann beim Lidl irgendwas Irisches, ne? Irländisch wollte ich gerade sagen. So, dann suche ich mal die 1. Soll ich mir das denn erst hinlegen? Ich bin total fasziniert von diesem geilen Papier. Das würde ich mir, wenn ich das hier kriegen würde, würde ich mir das einrahmen als Hologramm. Das muss doch geil aussehen, oder? Da kann man sich wirklich und wahrhaftig das alles kleine Spiegelchen. Ich sehe mich zigtausend einfach. Hammer. So, warte mal. Doch, das könnte dann die 1 sein. Oh Gott, hast du dir eine Mühe gegeben. So, 1 und 5. Die 8. Super süß. Ich glaube, ich muss mir dann doch noch... Wenn wir gleich 10 Minuten voll haben, dann gucke ich dann doch nach Dings. Das ist aufgegangen. Das ist auch eine 1, glaube ich. Aber das ist auch eine 1. 1, 1. Dann lassen wir mal die beiden mal zusammen stehen. Vielleicht sind sie auch zusammen eine 11. Das weiß ich natürlich nicht. Okay, so viele Sachen, Maus. Das ist ja Hammer. Eine 2. Ganz großes. Die 4 kommt dazwischen. Dann fehlt mir die 3. Meine Güte, so viel. Was könnte das sein? Das weiß ich nicht. Eine 6 könnte das sein, ne? Machen wir es mal dahin. 5, 7, 8. Meine Güte, so viel. Unten darunter. Die 9. Ah, mehr. Ich bin richtig ehrfürchtig und ich konnte ganz schlecht... Ah, hier ist ein Stückchen abgerissen. Oh nein, oh nein. Und da ist kein Rest drin. Das nehme ich wahrscheinlich zum Schluss als 0. Ups, oder? Das ist abgerissen. Da bin ich jetzt ein bisschen... Ah, da ist die 3.
jetzt habe ich mir ein bisschen Licht geholt. Dummerweise habe ich währenddessen hier einmal kurz drauf geguckt und da steht was von einem Riemen. Da bin ich jetzt schon ganz spitz drauf. So, ich habe da nicht weiter geguckt, habe hier aber noch eine Karte gefunden von Cork City. Ach, geil, da seht ihr Cork jetzt auch. Das ist on the banks of the River Lee. Ja, es gibt ja nun auch noch ein paar Sachen, die ich in meinem Leben vorhabe und das gehört nun eindeutig dazu. Und dann hat man schon mal einen Anlaufpunkt, ne? So, wir zählen weiter. 9, 0. 0 wird dann 10 sein. Da habe ich aber zwei Einsen und hier habe ich auch noch was. Das geht aber so im Moment auf und es ist keine Nummer dabei. Ach, Maus, Maus, Maus. Und unten drunter, da kommt auch noch was. Da steht gerade, das ist auf dem Kopf. Warte mal. Etwas Selbstgemachtes. Ich hoffe, du erkennst dich wieder. Da bin ich mega gespannt. Ich weiß jetzt nicht, wann ich das aufmachen darf. Da haben wir 1, 1, 2, 3, 4, 5. Das hin. Dann nehme ich die beiden zum Schluss und ja, bin jetzt ein bisschen 1, 2, 3. Jetzt bin ich ja schon mal ein bisschen entspannter. Ich habe jetzt Licht. Ich komme sowieso nicht gegen das Licht an. So. Also denke ich jetzt mal 1, 1. Es bezieht sich dann ja wahrscheinlich auf beide Einsen. Ich hoffe, dass du mit den Farben etwas anfangen kannst. Einer der Marken, von denen ich glaube, dass es sie nicht in Deutschland gibt. Ach, ich bin total happy hier. So, ach, den wollte ich noch zukleben. Moment. Ah, ich habe ein Kinderpflaster hier. Ja, ich habe ja meinen Fingernagel da, der sich da so langsam, der so langsam am Nachwachsen ist und so weiter. Normalerweise immer verpackt. Jetzt hatte ich ihn aber wieder eine Zeit lang an der Luft. So, jetzt alles wieder gut. Der wächst langsam nach. Ja, jetzt starten wir. Also das Päckchen hat auch eine 1. Und deswegen werde ich das jetzt öffnen. Noch besser war dieser andere Ding, da musste ich einfach nur so dran langziehen. Ah, jetzt fühlt sich alles. Ich hatte echt gedacht, ich kriege das vielleicht noch zum Hellen hin, aber es ist... Ich konnte jetzt auch nicht mehr warten, könnt ihr euch das vorstellen? Und durch die Anfälle jetzt und so hat sich das alles so weiter nach hinten geschoben. Und da hat sie auch Verständnis für gezeigt, aber ich weiß ja selber, wie das ist, wenn man so gespannt ist und dass der andere es endlich auspacken muss. Hat sie dran gedacht. Ich habe von Guinness eine Luxury Dark Chocolate Subtle Bar with delicious taste of Guinness. Eine Bierschokolade. Das ist doch Bier, oder nicht? Ich gucke gerade mal. Leider habt ihr auch nicht weniger Kalorien in der Schokolade als hier. Gesundheit! Da, flavored with the wonderfully complex notes of Guinness Beer. Das ist ja genial. Herzlichen Dank, da bin ich mal sehr gespannt. Und normalerweise müsste ich das jetzt einmal probieren, ne? Aber das werde ich ganz in Ruhe. Ich möchte das jetzt nicht so, ich bin viel zu aufgeregt jetzt gerade. Nicht so zwischen Tür und Angel. Cool, danke, dass du dran gedacht hast. Ja, dann ist das jetzt die andere 1. Da sind wir dann also nochmal bei dem. Ich hoffe, dass du mit den Farben was anfangen kannst. Oder ich mache irgendwas falsch. Das kann ja auch sein. Moment. Sehr spannend. Ach Mann. Ich habe ein Paket aus Irland, ey. Das ist für mich so unglaublich. Aber das könnt ihr wahrscheinlich auch nachempfinden, oder? Das ist... So, hat sie gut eingepackt. Jetzt guck, klar, der Akku spielt auch nicht mit. Der ist auch direkt ausgegangen. Da geht's weiter. So. Ich bin sprachlos gerade. Und jetzt sitzt sie da 1800 Kilometer entfernt und fragt sich, was ich da gerade mache. Ich bin da jetzt mal ein bisschen ruppiger. Oh, da kommt was Schönes. Ihr seht es eher. Berry M. Eine Natural Glow Palette Shadow und Primer. Oh, danke. Und da hast du an mich gedacht.
Ich habe von Barry M. mal was in einem Paket gehabt, aber ich bin mir ziemlich sicher. Und jetzt habe ich gerade mein Luxury-Päckchen da abgedreht. Mein Exoten-Video mit den ganzen High-Ends, mit Dingen, die für mich halt exotisch sind. Da wäre die absolut reingefallen. Ach, wie ärgerlich. Kann ich die noch aufschneiden? Da ist sie. Oh, ist das schön. Ich mache ja im Moment keine Beuteschminkis, weil irgendwie komme ich ja mit dem Schminken nicht zurecht. Aber ich werde einen Look schminken und werde mich dann so geschminkt vor die Kamera setzen. Und oh, das Swatchen bringt jetzt auch nichts. Ich werde euch meine Facebook-Seite verlinken und werde euch da die Swatches drauf machen. Ich werde es trotzdem probieren, einfach für mich. Ah, die ist abgeklebt. Also ich glaube auch, dass man Barry M hier nicht einfach so kriegt. Die ist schön verpackt. Es hat auch nichts gekrümelt. Es ist vor allen Dingen nichts kaputt gegangen. Und du hast auch gesagt, also mit den Farben kann ich auf jeden Fall was anfangen. Absolut. Wunderschön auch in diesem Beige gehalten. Dann steht da, wie gesagt, Boost Your Natural Radiance with 6 Sumptuous, Sumptuos, kenne ich nicht, Shades, complete with a neutral primer. Includes two double-ended applicators. Okay, die habe ich da unten gesehen schon, dass die mir jetzt nicht rausfallen. Ich zeige euch jetzt die Dings noch einmal so. Ist das geil. Und da kannst du bei euch in der... Oh, die ist super pigmentiert. Ich kann euch jetzt auch den Swatch nicht zeigen. Ich habe noch alles Erde. Ich habe gebuddelt heute. Der ist einigermaßen. Da. Ich bin total ergriffen hier. Oh, der ist ganz hell. Das sieht man gar nicht. Der sieht grau aus, aber der ist total hell. Oh, ich freue mich morgen aufs Ausstehen. Ein schimmernder dazwischen. Auch so ein schöner. Ihr werdet nichts sehen. Ich kann es euch auch schlecht erklären, weil ich auch nicht so viel. Ah, das ist der Primer. Sehen kann. Ich mache euch Swatches auf Facebook. Auf die Art und Weise kriege ich euch wesentlich alle zu Facebook. Das ist doch auch was. Da freue ich mich mega drauf, die auszuprobieren. Herzlichen Dank. Bin total ergriffen. Das hätte doch auch in eine Versandtasche gepackt. Denn das war ja, ich habe gar nicht gesehen, was das kostet. Das war ja bestimmt furchtbar teuer. Aber das ist, da bin ich schon mal. Dankeschön. Echt ergriffen. Das ist, oh. Jetzt werde ich ruhiger. Oh Mann. Schön. Habe ich Bock drauf. Schade, das hätte alles super gut noch in dieses Video mit reingepackt. Ihr habt das jetzt hätte reingepasst. Ihr habt es noch nicht gesehen. Ich hatte das einfach jetzt schon mal vorgedreht. Nummer 2. Schon allein diese Fummelarbeit hier, das wäre nichts für mich. Ja, nachdem ich das MAC-Schätzchen-Video gemacht hatte, habe ich, wie gesagt, so mein Verständnis von High-End, so klar, Chanel und sowas, alles ist damit bei, aber so viel wäre das ja nicht gewesen. Und deswegen habe ich meine Exoten damit reingenommen, diese ganzen Sachen, an die ich sonst nicht dran käme und so. Und da hätte das super zugepasst. Klasse. Auch so schön eingepackt, nochmal doppelt. Also keine Schokolade. Lege ich auch da mit rein. Dann haben wir das da, damit du weißt, was als nächstes kommt. Könnten Stifte sein. Fühlen sich so an wie Jumbo-Pencils oder sowas. Das flicker ich. Ja, und da, du hast es wirklich geschafft, dass mein Schatz dann auch mal baff war. Irland, das waren auch für ihn meine großen Größenordnung. Absolut. Oh, Lipglosse. Lipglosse von Miss Porty. Hollywood Forever Lipgloss. Miss Porty, allen Ernstes. In einer ganz tollen, glitzernden Farbe. Blinky Blinky. Hat sie nochmal abgeklebt. Probieren wir natürlich auch aus. Oh, und ich bin noch jetzt so ungeduldig. Kann man das auch damit abmachen? Hin und weg. Jetzt geht's schon auf, ja. Da sind zwei drin, da kommt gleich noch einer. So, in einem schönen rosa Ton, einem tollen Pinky. Da.
und funkelt schön. Ja. Riecht ein bisschen nach Erdbeere, glaube ich. Klasse. Oh, da darf ich nichts hinstellen. Ich habe da. Wir hatten eben Rohrreiniger drin. Machen wir es einmal zu. So, nicht, dass es gleich verschwindet. Das fehlt mir noch. Mann. Und was ist das? Machen wir weiter. Weihnachten, Weihnachten, Weihnachten. Genau, Ostern. Oh. Ein Ohr. Der sieht edel aus. Deluxe steht drauf. Ein Lippenstift. In der Farbe 03. Charleston. Und da ist da so ein auch wie so eine Lebensblume drauf, so ähnlich. Auch zugeklebt. Ist das damit bei euch vor Ort, die dann im Laden nicht geöffnet sind? Oder hast du das jetzt dir extra noch die Mühe gemacht? Weil kaputt gehen, tun die doch bestimmt nicht auf dem Transport. Kannst du dir vorstellen, wie lange ich jetzt da gewartet habe? Oh Mann. Jamie frisst wieder. Jamie wusste nicht mehr, wie fressen geht. Jamie hat jetzt... heute Morgen habe ich ihm noch eine Mischung aus Hirtenkäse, Leberkäse und Honig gemacht. Und jetzt eben, als ich wiederkam und Hirtenkäse gekauft hatte, Körniger Frischkäse. Körniger Frischkäse habe ich ihm gekauft. Da sagte Schatzi, dass er mit einem Schlag wohl so ein Fressflash gekriegt hat, dass ihm egal war, was er frisst, da hat er wohl Wurst gefressen. Wir haben so eine extra Hundewurst. Und ich war extra los und habe noch diesen Hüttenkäse, also diesen Frischkäse gekauft. Genau meine Farbe. Guckt mal. Ganz cremig. Wunderschön. Danke. Genau mein Ding. Scheint schon länger zu gucken, ne? Kennst mein Beuteschema schon. Hammer. Toll. Das packen wir dahin. Dankeschön. Ach, ich habe gar nicht gelesen. Schöne Lippen soll man küssen. Eine weitere Marke, die es, glaube ich, in Deutschland nicht gibt. Also ich kenne sie nicht. Und ich finde, die sieht echt schick aus mit diesem Schriftzug und mit dem Silber oben dran und sowas. Super schön. Danke. So, Millionaire-Drama ist Nummer 3. Da muss ich nicht so viel fummeln. Die geht schon fast von alleine auf. Aber was du damit meinst, weiß ich natürlich auch nicht. Es gab doch mal diesen Bollywood-Film, diesen Mumbai-Film da. Hatte das nicht auch irgendwas mit Millionär irgendwie? Wie hieß er? Nee, irgendwas mit Slums-Millionär. So, Millionaire-Drama. Da sitzt sie, dann macht sie noch solche Gedanken. Und da hat sie nämlich gesagt, dass sie das extra noch bestellt hat. Ist das nicht süß? Ist schwer. Keine Ahnung. Auch wieder eingepackt. Könnte ein Nagellack drin sein, weil hier unten was Bauchiges ist und was Längliches. Millionär-Drama. Millionär-Slashes oder sowas, ein Drama. Das wäre geil. Ach, dann wäre das natürlich wirklich doch... Also wie gesagt, ein Foto auf jeden Fall, aber Schminke momentan vor der Cam ist irgendwie nicht so meins. Ich weiß auch nicht, woran das liegt. Aber irgendwann ist ja auch die Unzufriedenheit wieder vorbei. Meine Nase wird schon besser und so. Und was wollen wir denn hier? Oh ja, ich glaube, da ist eine Mascara drin. Guckt mal. Auch von Miss Sporty, Lash Millionaire All-in-One Mascara. Geil. Oh, Bürstchen. Also du scheinst es wirklich alles einzeln eingepackt zu haben, mit einer Engelsgeduld. Denn die ist auch verdingst, verklebt, in extra Black. Jetzt brauchst du nicht ausgehen hier, wir sind mittendrin. Ich habe nur so eine Angst, dass ich mich irgendwann mal hier vor der Cam schneide. Hatten wir ja schon einmal, aber zum Glück nicht so dolle. So, da kommt das Bürstchen. Cool. Geht einmal so leicht nach unten. Ich habe mich tüchtig getuscht. Geht aber trotzdem noch ein bisschen. Ah, danke schön. Oh, ich freue mich auch morgen früh. Ich werde mich so bunt machen. Klasse. Du bleibst sowieso nicht liegen, ne? Dann lassen wir dich mal hier liegen. Ah, und noch irgendwas. Das war jetzt Millionaire Drama.
Und hier kommt so ein changierender. Ich habe kein Nagelrad hier unten. Eigentlich schon. Eigentlich hatte ich noch eins mit einem. Oder habe ich das mit hochgenommen? Nein. Eins muss noch frei sein. Da. Einer ist noch frei. Der nennt sich Metal Flip Miss Sporty. Changierend in grün und lila, glaube ich. Wunderschöne Farbe. Wet n Wild hatte auch mal so einen. Aber der ist relativ wenig deckend und den kann man super als Topcoat nehmen. Habe ich aber auch schon tüchtig benutzt. Also, der hat einen schönen... Oh, der sieht schon so, so toll aus. Yo. Den ziehe ich gleich über meinen heute Abend hier noch rüber. Geil. Auch da seht ihr jetzt leider nicht. Es tut mir wirklich leid, dass jetzt mit den Farben und sowas alles... mit den Swatches, dass ihr die nicht so gut sehen könnt. Aber ich konnte wirklich nicht mehr länger warten. Jeden Tag habe ich mir das vorgenommen, seitdem das hier ist. Aber ich wollte auch wirklich die Muße dazu haben. Und es ist ja mal so, dass das Jamie dann so auf Messerschneide steht, wenn irgendwas ist. Und dann kann ich nicht in Ruhe auspacken. Das geht einfach nicht. Ein wundervoll changierender Nagellack, den ihr demnächst sehen werdet bei mir hier im Video. Denn das, den werde ich tragen. 100 Pro. Und den kann ich schön hier auf meinen drauf machen. Da. Der deckt dann bestimmt gut. Mache ich gleich heute noch drauf. Danke. Ach, wie schön. Da hast du ja richtig einmal einen Rundum. Und Trash ist das doch auch nicht, oder? Das solltest du nicht tun. Es geht mir jetzt erst durch den Kopf, dass es ja gar kein Trashpäckchen ist. Da reden wir nochmal ein ernstes Wörtchen drüber. So. Jetzt kommt Wuff. Wuff. Ja, Wuff. Geil. So ein großes. Wuff kann jetzt nicht kommen, weil ich kann mir denken, was das ist. Weil bei Wuff hätte ich jetzt so wow gedacht. Aber drunter steht Miau. Und deswegen kann ich mir jetzt denken, dass das jetzt an weitere Mitglieder meiner Familie geht. Ja, ich werde berichten. Miss Fitz. Tangy Twisted. Flavored with Tempting Beef and Cheese. Das wird er lieben. Gott, Dankeschön. Wird auch ein Foto hochgeladen, wie er die futtert. Irische Leckerchen. Geil. Und die, nein. Ja, letzten Endes ist ja klar, dass es sowas bei euch auch gibt, ne? Sowas haben wir ja auch. Darauf bekommt er seine Bachblüten immer. Und die liebt er abgöttisch. Also hast du genau ins Schwarze getroffen. Und ich stelle mir das schön vor, so in den Dings. Alle, jedes, ja, jeder Supermarkt hat ja so seine Farben und sowas. Ich glaube, es macht Spaß, bei euch einzukaufen. Es gibt ja auch so Läden, da hat man keinen Bock irgendwie, so, weil die Aufmachung nicht so schön ist. Habe ich jedenfalls. Ich gehe auch lieber zum Lidl als zum Aldi zum Beispiel. Aber naja. Und ich habe mich kürzlich mit einer Abonnentin und Zuschauerin darüber unterhalten. Offensichtlich hat wirklich Aldi Süd ein anderes Sortiment und ein kosmetisch besser ausgestattetes Sortiment. Das finde ich ganz schön frech. So. 5 kommt Miau. Das finde ich ziemlich cool, dass du an die Mädels denkst. Ja, das haben wir hier. Da rutscht es nämlich unten auch schon fast raus. Oh. Von Tesk TESC Treats for Cats Combino with Chicken and Cheese. So kleine Knusperkissen heißen die bei uns. Super, stehen sie drauf. Kriegen sie morgens immer so 2, 3 oben auf ihr Futterchen drauf. Und noch ein paar. Die mögen sie auch so gerne. Katzensalamis. Dankeschön, im Namen von Nelly und Kimi. Herzlichen Dank. Das kommt einmal dahin. Mann, voll das Care-Pakete. Super. Dankeschön. Oh, das nehmen wir am besten auch da unten mit hin. So, jetzt haben wir immer noch ein paar hier liegen. Und das, wovon jetzt, wo es eigentlich gar keine Ziffer für gibt, aber es wird dann ja die 10 sein. Miau, jetzt kommt. Ein wenig Nachschub, damit immer etwas da ist. Achtung, ich hoffe, du und dein Mann seid experimentierfreudig. Also ich tippe mal darauf, dass das die 6 ist, weil das passt jetzt irgendwie am besten. Naja, kommt drauf an, ne? Ich bin sehr gespannt. Das ist bestimmt ein Schokoriegel mit Chili drin oder irgendwie sowas, ne?
Oder was zu knabbern, so Erdnüsse oder so sind es nicht. Moment, das ist was ganz Hartes. Ist das ein Müsli-Riegel? Ein irischer, knallerharter Müsli-Riegel? Oh, Irish Whiskey Trüffel. Trüffel? Sagt man Trüffel? Da gebe ich doch nichts von ab. Ritter Sport hat eine Zeit lang Trüffelschokolade und Eierlikörschokolade und sowas gemacht. Und ich weiß überhaupt nicht, warum sie das wieder aufgehört haben. Ich stehe auf Trüffel, absolut. Ich liebe Trüffel. Ich bin schon am Sabbat. Das darf ich ihm gar nicht erzählen. Also wenn das jetzt richtig... Oh, das kommt auch schon raus. Wenn das richtig, richtig toll ist und sowas, dann mache ich bei dir eine Bestellung, ja? Butlers. Oh, ja, absolut. Ja, dafür, dass Schatzi auch früher gar keine Schokolade gegessen hat und er mir jetzt meine Schoki mal wegfuttert, muss ich da echt drauf aufpassen. Ach, mein Nagellack. So, du hast die Nägel schön, Nummer 7. Ja, aber erst, wenn ich den Nagellack drauf habe. Was kann das sein? Vielleicht sind es zwei übereinander. Ansonsten Nagellackentferner kann es nicht sein. Mann. Die Melli übrigens ist jetzt in Ägypten. Ist schon seit einer Nacht. Die sind gestern Morgen geflogen. Um 9:30. Ist auch verrückt, ne? Setzt sich in den Flieger, 4 Stunden später in Ägypten. Und das jetzt, wo es da unten tun ist und sowas alles. Die Touristen angegriffen werden und so. Ich käme nicht auf die Idee, nach Ägypten zu fliegen. Und ihr? Ich fahre da lieber an den Timmendorfer Strand oder sowas. Oh, hat sie auch so gut nochmal eingepackt. Mann. Da haben wir's. Ich liebe dieses Papier. Aber ich komme hier schon durcheinander mit meinen Scheren. Ich stehe total neben mir. Ich bin richtig, richtig aufgeregt. Ah, ja. Da sind zwei Nagellacke noch mal drin. Jetzt muss ich dann irgendwelche anderen überpinseln. Wow, genau mein Beuteschema. So ein schönes, ja, das ist so eine, eigentlich nicht, sieht das aus wie Leberwurstfarben, sage ich jetzt mal. Aber es klingt so eklig, weil ich mich vor Leberwurst ekle. Und deswegen muss ich das irgendwie, ich nenne das mal Alt-Rosé ohne Schiller drin. 17 Lasting Fixed Nail Color. Die ziehen wir mal einmal über diesen einen ganz hellen Ton hier. Da müsste man eigentlich was sehen können dann. Hier. Da. Ja, sowas mag ich total gerne. Oder ich nehme den erst heute, weil dann kann ich das Dunkle immer noch über den hier drüber machen und den hier 2-3 Tage tragen. Ich glaube, das ist der Plan. Ich nehme den gleich mit vor den Fernseher. Ja, Leberwurstfarben hier. Sagen wir lieber Fleischwurst. Klingt besser. Geile Farbe. Wird gleich drauf gemacht. Ja. Oder ich mache es in meinem Wechsel. Aber da ist ja noch eine drin. So. Auch von... Auch von 17 Lasting Fix Nail Color. Aber in schimmernd und dann in so einem Aprikot, so wie ich das sehe. Ich glaube, die Farbnummer brauche ich dann. Die heißt Glisten. Und diese hier heißt Forever. Auch bescheuert, ne? Wenn ich ein anderes Land fahren würde, würde ich erstmal in so ein Lidl fahren oder sowas und mir die Hausmarken angucken. So, wo kann ich dich drüber ziehen? Dich ziehe ich jetzt hier mal drüber. Das war mal so ein Weißton. Oh, das ist auch schön. Das passt jetzt auch gut in den Frühling rein. Hast du schön ausgesucht. Ganz große Klasse. Sieht man jetzt auch den Schiller nicht so gut, aber ich hoffe, ihr könnt euch das so grob denken. Da ich ja gerne Braun und Kit und sowas trage, passt das da ganz, ganz große Klasse zu. Herzlichen Dank. Aber auftragen werde ich heute die Leberwurst. Ja. Glisten. Was heißt Glisten? Nee, Glisten war das andere. Was Forever heißt, weiß ich. Was Glisten heißt, weiß ich nicht. Vielleicht heißt Glisten ja bis morgen oder bis übermorgen, wenn Forever für immer heißt. Ah! Und da ist immer noch was. Das war jetzt die Nummer 7. Jetzt kommt, ach ja, Nummer 8. A Little Irish Luck. Der Kledek. Oh, mit GH. Das wird dann bestimmt Gälisch oder sowas. Also geschrieben CLADDAGH. Ring ist sehr bekannt. Er zeigt zwei Hände, die ein Herz mit einer Krone halten. Machen wir es erstmal auf, ne?
Das Herz symbolisiert Liebe, die Hände Freundschaften, Vertrauen und die Krone Treue, Loyalität. Das Kleeblatt soll ein Glücksbringer sein. Ich hätte erst auspacken sollen. Aber wahrscheinlich hätte ich dann wieder geheult. Also von daher ist es wahrscheinlich dann doch besser so. Da freue ich mich jetzt gerade mega drüber. Oh Gott, wenn ich das schon gesehen hätte hier. Ich freue mich über alles, aber ist klar, sowas ist natürlich, das ist was ganz Besonderes, finde ich. Kommt mit so einem kleinen Schläufchen da schon her. Ich will nicht, dass es abreißt. Moment, nee, geht nicht nach. Moment. Ich finde, das ist so ein Märchenland, wenn man jetzt von den ganzen RAF und Terroristen und sowas alles absieht. Aber ansonsten so verzaubert und anders. Du hast ja auch gesagt, die Menschen sind da sehr freundlich und irgendwie anders als hier. Und doch, so reinschnuppern möchte ich da schon mal. Als die Schatzi das erzählt habe, da guckte er sogar relativ interessiert. Das wäre es noch, ein Follow Me Around nach Irland, hä? So, jetzt schieben wir das einmal von unten nach oben durch. Ah, oh, da. Zeige es euch zuerst. Ich, jetzt hier gerade, ich habe es noch nicht... Achso, ich musste Büsche schleppen. Ich habe heute Rosen klein gemacht. Also hier steht A Little Irish Luck, Real Four Leaf Clover. So. Klammer könnte Glücksbad heißen, ne? Und jetzt schaue ich selber. Oh, ist das süß. Nein, mit dem grünen Steinchen und die Krone. So, jetzt gucken wir uns das nochmal an, wie das ist. Also, A Little Irish Luck. Der Kletterring ist sehr bekannt. Das wird's, also, das ist dann wahrscheinlich der Ring, der einmal rundherum. Er zeigt zwei Hände. Ja, stimmt, ganz klein. Da unten sind die Hände, die das grüne Herz da umschließen. Das Herz symbolisiert Liebe, die Hände Freundschaft und die Krone Treue. Oh, ist das schön. Da freue ich mich jetzt gerade ganz doll drüber. Ah, das, wo man es heute nicht so sehen kann. Ich wollte ihn ja eigentlich als Powerbringer hier umbehalten, aber den kann ich auch später wieder ummachen. Dankeschön. Ich kriege hier gerade einen Gänsehaut nach einem anderen. Da unten runter, wie nehme ich euch denn da raus? Ich bin voll andächtig, ey. Du übertriffst gerade alles. Ich bin. Ach so, und ich brauche ja nicht das Ganze rauszunehmen. Ich kann das so rausnehmen. Glücksbringer. Ey, kann ich gut gebrauchen. Da. Oh Mann, hier einen nach dem anderen. Wird mir ein guter Freund sein, denke ich. Auch so was Symbolträchtiges halt. Ich kriege das Dings hier nicht ab. Ich fände das sehr, sehr lieb von dir, dass du mir das geschenkt hast. Da bin ich wirklich hin und weg. So, das haben wir einmal. Wie süß, da ist auch nochmal so ein kleines grünes Ding dran. So ein kleines... Ist ein Herzchen? Nee. Oh. Ausgerechnet heute trage ich blau. Ich trage sonst nie blau. Kann ich das trotzdem? So. So, einmal nochmal so, dass ihr es auch sehen könnt. Mit den kleinen Händen da unten und sowas und der Ring an sich und oh. Das google ich auf jeden Fall nochmal. Ich bin happy. Ich bin total happy. So, hoffentlich treffe ich das jetzt nochmal. Moment, das ist eine ganz kleine Schließe. Und guck mal, ich habe heute sogar silberne Ohrringe drin, als hätte ich das geahnt. Das habe ich ja immer gedacht. Und das glitzert so schön. Oh, danke schön. Kann man es, Moment, kann man es sehen? Herzlichen, herzlichen Dank. Dankeschön. Oh. So, etwas fürs Näschen. Die Nummer 9. Ich bin so baff, dass ihr euch so Gedanken darum macht, was mir gefallen könnte oder sowas. Da bin ich echt, das ist so unglaublich für mich. Sitzt da eine in Irland und denkt sich, hier, das könnte Sani doch gefallen.
Tauchen wir mal. Nicht heulen, wenn man mit dem Gänse zusammen ist. Oh. Was kommt da? Oh, eine Tarte. Oh, die riecht gut. Eine Yankee Candle, wilde Feige, weil hier steht Wild Fig und Wild Fig. Entschuldigung. Die riecht klasse. Dankeschön. Also wilde Feige. Also nicht, dass ihr jetzt denkt, ich veräpple euch, da steht wirklich Wild Fig. Ja? Okay. Dankeschön, was fürs Näschen. Selbst Schatzi riecht ja inzwischen an Yankee Candles und sowas. Boah, ich sehe total fertig aus. So, ach, jetzt kommt erst der Grund, weswegen ich dir das Paket schicke. Das wird ja das jetzt sein. Ah, jetzt. Nicht lesen. Ich habe schon wieder so zur Hälfte. Ah. Erst gucken. Aus dem Land der Trolle und Wiesen. Ich habe ihn gerade gestern nach oben gehängt. Oh nein. Das ist der Hammer. Ich habe kürzlich doch von der Chrissy. Von Chrissys Corner habe ich kürzlich, wer es gesehen hat, eine Lovely Box bekommen. Und da war ein Schmuckstein drin, der mich an meine Oma erinnert hat. Und an eine Brosche, die ich aber irgendwann, die ich mal gekriegt habe als kleines Kind. So. Und die ist nicht mehr da. Und die hat genauso geschillert wie das, was ihr jetzt gleich sehen werdet. Und Chrissy hatte mir schon einen Herzanhänger geschickt. Es gibt auch einen Stein, der nennt sich Mystic Topaz. Der schillert genauso. Und jetzt seht ihr einen schon mal da. Und einen zeige ich euch jetzt hier. Und jetzt sage ich euch, was sie geschrieben hat. Nun kommt der Grund, weshalb ich dir das Päckchen schicke. Du hast dich so sehr über den Herzanhänger in einem deiner Videos gefreut. Und als ich diese Klunker sah, da musste ich an dich denken. Ich hoffe, es passt zur Kette. Auch das wirst du dann sehen. Ich werde dir ein Foto schicken zusammen. Dankeschön. Du kommst aber heute ganz tüchtig ins Nachtgebet. Du meine Güte. Das ist ein traumhaftes Paket. Du hast so schöne... Ach, und das passt jetzt mit dem Grün. Du hast mir so wunderschöne Geschenke gemacht. Ich danke dir so, so, so sehr. Das ist der absolute Oberklopper. Da sieht man das Grüne noch. Das könnt ihr jetzt gar nicht sehen, ne? So. Ich bin baff. Ich würde das jetzt am besten, Moment mal. So kann man das so sehen ein bisschen. So. Dann kommt das. Nee, das kommt gar nicht. Da jetzt funkelt es, ja? Hammer. Jetzt kommt der Grund. Alles mit den Kleeblättern. Ich danke dir so herzlich. Aber da kommt ja noch was Persönliches gleich. Das kommt noch. Hoffentlich hast du gerade Gänsehaut, dass du das merkst, was ich hier merke. So, dann hatte ich ja die Dingssachen. Nicht, dass ich irgendwas übersehe. Alles voll hier. Da hat sie mir geschrieben, etwas Selbstgemachtes. Ich hoffe, du erkennst dich wieder. Und jetzt vermute ich ja mal, dass sie mich gemalt hat. Geht das aus, ey. Wie geil bist du denn? Da hat mir noch keiner geschenkt. Ich danke dir so herzlich. Ach du meine Fresse. Ich bin wirklich... Impressed heißt es, glaube ich, ne? Das hast du auch gerade mit meinen unterschiedlichen Augen und sowas, das hast du so unglaublich hingekriegt.
Davon werde ich eine Kopie an meine Mutter schicken. Die wird sich wahnsinnig freuen, auch meine Oma. Oh Gott, ich könnte mich. Ich sag dir danke und ich melde mich jetzt erstmal bei dir. Ich sag jetzt auch keine große Verabschiedung oder sowas. Danke, danke fürs Zugucken und danke dir, Lorena. Ich melde mich gerade bei dir.